Landung, das geht weiter mit dem nächsten Vortrag und wir tauchen nochmal in die komplette Automatisierung und Digitalisierung der Buchhaltung ein. Das heißt, wir vertiefen das Ganze nochmal ein bisschen und wir bekommen da einiges vom Steuerberater erklärt. Und ich freue mich sehr auf Markus Dein. Hi. Hallo Markus. Hallo Christiane. Du hast dich unter der Marke Taxis, heißt das? Taxis? So Texas, ja. Texas, einen Online-Kurs, wo man sozusagen sich selber schulen und automatisieren kann in der Buchhaltung und eigentlich nichts Externes mehr braucht. Oder was steckt dahinter? Exakt so ist es. Das ist ein auf LexOffice basierender Online-Kurs, der mit zwei einfachen Handgriffen sozusagen die Workflows in der Buchhaltung komplett automatisiert, soweit es in der heutigen Zeit einfach möglich ist. Kriegen wir in deinem Vortrag einen tieferen Einblick da rein? Definitiv. Dann sind wir jetzt gespannt. Bitte schön. Danke. So, wir haben heute das Thema Buchhaltungsautomation. Was ist überhaupt Buchhaltungsautomation? Wie funktioniert das und wie kann man es in der Praxis umsetzen? Ist ein sehr futuristischer Begriff im ersten Moment, Automation. Es ist auch nur teilautomatisiert möglich, aber ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Jahren wird sich da viel tun, auch im Rahmen von der Weiterentwicklung von LexOffice. Wir haben in der Agenda eine kurze Keynote zum Thema, wie passt überhaupt Buchhaltung und Automagic zueinander. Wir gehen auch dann ganz praxisnah in zwei Demos ein. Einmal zum Thema der Automation des Rechnungseingangs, einmal Automation Rechnungsausgang und damit haben wir eigentlich schon die zwei größten Posten in der Buchhaltung geschlagen. Genau, und mein Ziel ist es einfach, euch das heute näher zu bringen und vor allem, damit ihr alle Unternehmer bleibt und keine Buchführer werdet. Ja, Buchhaltung ist doch echt so eine Sache, da haben die meisten Unternehmerinnen, Unternehmer, Selbstständige absolut keine Lust drauf. Kann ich auch verstehen, mir geht es als Steuerberater tatsächlich nicht anders. Das ist immer so, ja, muss nicht unbedingt sein am Monatsende und irgendwo ist es ja auch eine Zeitverschwendung, weil in dieser Zeit, wo ich diese Verwaltungsaufgaben tätigen muss, habe ich auch einfach keine Möglichkeit, Umsatz zu generieren. Und das ist ja das, was man eigentlich als Unternehmer, Unternehmerin ja, doch leisten möchte. Genau, die meisten sitzen am Monatsende einfach dran und ja, suchen sich die Belege zusammen. Es gibt Möglichkeiten, die dass sie per E-Mail kommen als Anhang. Dann andere Rechnungen wiederum kommen postalisch in haptischer Form. Und weitere muss man sich aus x Online-Portalen zusammensuchen, sei es Amazon, sei es Facebook, sei es Google. Und oftmals findet man auch gar nicht in diesen Online-Portalen den entsprechenden Reiter, um diese ja, Rechnung dann zu finden. Das merke ich zum Beispiel auch und deswegen bekomme ich den Satz, öfters mal zu hören, dass der Steuerberater einfach schon wieder nervt, weil irgendwie die Belege fehlen und die Bankumsätze sind zwar da, aber irgendwie ohne Beleg kann ich ja auch keinen Bankumsatz dann buchen, einen zugehörigen. Und ja, warum ist das Ganze so? Im Prinzip, den meisten fehlt einfach eine gewisse Struktur und ein Workflow, ein automatisierter Workflow in der Buchhaltung. Und weiterhin ist es so, dass wir eine ganz große Anzahl an Tools, an Automationstools für die Buchhaltung haben im World Wide Web. Und da fehlt einfach das nötige Wissen, um zu erkennen, welches Tool ist denn für mich, für mein Unternehmen das Richtige. Ich habe mich in der Praxis tatsächlich dann auf maximal eine Handvoll Tools beschränkt, um da den maximalen Mehrwert für den Großteil meiner Mandanten zu leisten. Das werden wir auch sehen, denn mit genau solchen Aussagen wie Buchhaltung macht keinen Spaß, kostet mich nur Geld und Belege sammeln ist irgendwie unnötig, damit soll einfach Schluss sein. Und das möchte ich euch in den folgenden zwei Demos dann auch näher bringen. Meine Aufgabe ist es, durch diese zwei einfachen Kniffe, euch den maximalen Zeitaufwand zu reduzieren für euch als Unternehmer oder Unternehmerin und zeitgleich auch den Zeitaufwand für die finale Erstellung der Buchhaltung auf Seiten des Steuerberaters deutlich zu reduzieren.
hat natürlich den schönen Vorteil, durch das, dass ihr euch die Zeit intern spart für eine unnötige Verwaltung und Buchhaltung, habt ihr natürlich mehr Zeit, um weitere Kunden zu generieren, mehr Umsatz zu generieren, und ihr spart euch auch Kosten beim Steuerberater, weil ihr weniger Zeit braucht, um die Buchhaltung zu erstellen. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch von ein paar Kollegen hier eventuell ein paar Buhrufe bekommen, weil ja die Buchhaltung irgendwo 40-50% des Umsatzes eines Steuerberaters ausmacht. Ja. Aber man muss es ja auch mal so sehen, durch diese Zeitreduktion in der Kanzlei habe ich auch wieder viel mehr Zeit für die wirkliche Steuerberatung. Und das ist ja auch das, wofür Steuerberater, Steuerberaterin steht. Wir sind nicht dafür da, um ständig irgendwelche Deklarationsarbeiten zu machen, sondern auch wirklich an und mit dem Mandanten zu beraten, und zwar aktiv. Genau. Beispielhaft habe ich jetzt mal zwei Anbieter ausgewählt und herausgepickt für die folgenden zwei Demos. Es gibt natürlich noch viele weitere Partneranbindungen, gerade an LexOffice. Da kann man sich einfach auf der Homepage dann mal umschauen, was da für Schnittstellen denn vorherrschen. Ich möchte starten mit der Automation vom Rechnungseingang. Hier habe ich mich für Get My Invoices entschieden. Wir haben ja eingangs gehört, dieses ganze Belegchaos wollen wir oder müssen wir ja irgendwo beseitigen, ja? Sodass wir wirklich auf einem zentralen Cloud-Speicher diese ganzen Daten dann gesammelt bekommen. Wie schaut das in der Praxis aus? Hier ist es so, dass ich im Onboarding mit meinen Mandanten ein Tool einsetze, wie gesagt, Get My Invoices, für die zentrale Sammlung der Belege. Und dann vor allem, und das ist das Wichtige, für die automatisierte Weitergabe dieser Belege, Rechnungen an LexOffice, sodass ich mir da nicht mehr die Mühe machen muss und aus verschiedensten Ecken diese Belege zusammensuchen muss. Es ist also egal, ob die Rechnung als Beleg, als E-Mail-Anhang kommt, postalisch oder auch über irgendwelche Online-Portale. Und neben Get My Invoices gibt es auch noch andere Tools, wie Invoice Fetcher beispielsweise, wird vielen auch noch was sagen. Ich habe mich jetzt einfach mal darauf fokussiert und da möchte ich jetzt mal die Demo starten. Genau, wir sehen jetzt hier das Get My Invoices Portal. Im ersten Moment geht es darum zu starten mit einer Initialisierung, und zwar muss ich als erstes mal die ganzen Portale verknüpfen. Das ist eine einmalige Tätigkeit, die zu machen ist, und da kann man aus über 10.000 Portalen auswählen, das sind die gängigsten dabei. Wir starten hier mal mit 1 und 1, geht auch mit Amazon, Facebook und Co. Wichtig ist, dass wir, gerade wenn wir unterjährig anfangen, so ein Tool zu onboarden, dass wir auch ein entsprechendes Startdatum hinterlegen. Dieses Startdatum sagt einfach das aus, dass dass das Tool Get My Invoices die Daten oder die Rechnung erst ab einem bestimmten Datum einliest, sodass wir keine doppelte Erfassung hätten, im Zweifelsfall. Als nächstes sehen wir jetzt hier die einmalige Synchronisation mit LexOffice, sodass praktisch Get My Invoices mit LexOffice spricht, um es so mal zu sagen, und die Daten austauscht. Auch hier ist es wichtig, dass man in den erweiterten Einstellungen zum einen ein Startdatum wählt, weil ab diesem Datum, und das ist der Parameter Rechnungsdatum, erstmal wird ein Dokumententyp herangezogen, Eingangsrechnung oder eben Ausgangsrechnung, je nachdem woher es kommt, und in den erweiterten Einstellungen, wenn wir da jetzt dann noch switchen, sehen wir gleich, genau, hier ist es dann wichtig, dass wir ein festes Startdatum wählen. Einfach deswegen, weil ich möchte zum Beispiel, wenn ich jetzt zum 1.7. diesen Jahres starte, auch erst die Rechnung zum 1.7. von Get My Invoices nach LexOffice transferieren. Das verhindert eine Doppelerfassung von Belegen. Genau, und dann werden auch mit dem Haken alle Daten synchronisiert, und jetzt sehen wir auch schon die Oberfläche von LexOffice. Diese Belege, die jetzt in Get My Invoices alle gesammelt worden sind zentral, landen in einem 1-Stunden-3-Stunden-Rhythmus, je nachdem, wie man es einstellt, in der Belegerfassung von LexOffice. Und hier kann ich die dann entsprechend kategorisieren,
was man anhand dieses einen Beispiels dann sieht. Genau. Das war es mal zum Thema Rechnungseingangsautomation. Jetzt müssen wir auch noch den anderen Teil abbilden, und zwar die Automation des Rechnungsausgangs. Ist auch ein ganz großer und wichtiger Teil, denn wir wollen es ja auch schaffen, dass wir den kompletten Rechnungsausgang, also die Rechnung an eure Kunden dann entsprechend digital und automatisiert aufbereiten. Was ist hierfür notwendig? Viele kennen vielleicht schon die Integration von GoCardless in LexOffice. Die funktioniert das so, dass man im Prinzip einmal die Rechnung, also den Kunden anlegt zunächst in LexOffice, dann die Rechnung schreibt und dann das SEPA-Mandat sich unterzeichnen lässt, natürlich digital über GoCardless, und dann wird der SEPA-Einzug automatisch gestartet. Mit einem Kollegen zusammen habe ich Anfang letztes Jahr das Ganze komplett anders aufgerollt. Das ist dann auch unter dem Namen Taxis entstanden. Und zwar funktioniert es so, dass wir nicht in LexOffice starten, sondern in GoCardless. Warum? Weil es fällt, also zumindest mir geht es so, mir fällt es leichter, eine Lastschrift zu ziehen, als einen Kunden anzulegen, eine Rechnung zu schreiben und dann die Rechnung auch noch zu versenden. Das heißt, ich habe da noch, macht mir mehr Spaß und ich habe einen Ticken mehr Zeitersparnis. Deswegen ist es da eben möglich, durch diesen einmaligen Vorgang in GoCardless komplett die Kundenanlage in LexOffice, als auch den Rechnungsimport in LexOffice, als auch dann den Versand der Rechnung an den Kunden komplett zu automatisieren im Hintergrund. Das ist, sehen wir jetzt in der folgenden Prozessdarstellung. Genau. Wir starten hier, wir haben zwei Steps. Wir starten hier zunächst mit einem sogenannten Google Sheet. Das ist einmalig einzurichten und das verknüpft sich dann entsprechend mit GoCardless. Das ist sozusagen eine Integration, die einmalig zu machen ist, zwischen GoCardless und LexOffice. Hier haben wir E-Mail-Einstellungen, das sind dynamische Parameter, die wir hinterlegen können, wie zum Beispiel, ob ein SEPA-Mandat existiert oder ob das draufstehen soll, dass er eine Rechnung erhält und was weiß ich alles. Genau. Nachdem wir diese einmalige Verknüpfung angelegt haben, kommt es zum nächsten Schritt, und zwar der SEPA-Anlage. Wir füllen hier, sehen jetzt hier, wie die entsprechenden Stammdaten ausgefüllt werden. Das ist sozusagen jetzt einfach die Kundenanlage in GoCardless. Das ist relativ schnell gemacht, sieht man ja. Innerhalb nicht mal einer Minute ist die Lastschrift und der Kunde angelegt. Der Kunde muss jetzt diese Lastschrift noch einmal kurz bestätigen, dass man eben SEPA-Einzug machen kann. Und dann ist der Kunde auch schon entsprechend, hier sehen wir andere Testpersonen, angelegt. Man kann jetzt auch noch hier ein paar Einstellungen vornehmen, wenn man möchte, zum Beispiel gewisse Parameter wie den Umsatzsteuersatz. Ja, wenn ich weiß, das ist ein ganz normaler Kunde in Deutschland, dann möchte ich halt meine 19% haben. Ich kann aber auch die Umsatzsteueridentifikationsnummer beispielsweise hinterlegen für Reverse-Charge-Fälle. Da ist man sehr einfach zu handhaben. Genau. Jetzt, was wir jetzt sehen, ist im Prinzip, jetzt wollen wir die Lastschrift ziehen. Es kann entweder ein einmaliges Payment sein oder eben eine Subscription über eine Ratenzahlung. Das ist völlig egal, was wir dort nehmen, entweder diese einmalige Zahlung oder eben diese Ratenzahlung. Wir geben einmal den Betrag ein und noch eine kurze Description bzw. eine Referenz dazu. Und dann wird die Zahlung auch schon ausgeführt. So, was jetzt dann im Hintergrund passiert, ist, dass automatisch in LexOffice der Kunde angelegt wird, die Rechnung erstellt wird bzw. importiert wird nach LexOffice und auch dann die E-Mail an den Kunden versandt wird. Da sieht man jetzt diese erstellte E-Mail schon. Die ist automatisch rausgegangen und das ist eben über diese Parameter geregelt, die wir vorher eingangs gesehen haben.
Genau, als kleines Feature, was mit dabei ist, auch wenn wir Daueraufträge haben, wir haben ja öfters mal auch, vielleicht haben Sie auch wiederkehrende Rechnungen, die jeden Monat kommen. Diese werden auch sukzessive jeden Monat automatisiert ausgeführt und natürlich auch dort passiert der automatische Rechnungsimport in LexOffice. Genau, das wäre es dann dazu. Und wie wir sehen, ist es eigentlich relativ einfach. Finanzbuchhaltung oder Buchhaltung ist absolut kein Hexenwerk. Das kann jeder umsetzen. Wichtig ist nur, dass man sich einmal ransitzt, einmal die Zeit investiert in die Digitalisierung und in die Automationstechniken, die aktuell am Markt vorherrschen. Und davon dann wirklich von maximaler Zeitersparnis zu profitieren. Wie Sie sehen, um nochmal auf den Eingang zurückzukommen, Sie sollen Unternehmer bleiben und keine Buchführer werden. Das ist das Ziel, was ich mit meiner Präsentation erreichen möchte. Kommen Sie ins Umsetzen und am besten gleich morgen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Markus. Also alles, was du beschrieben hast, sind genau die Challenges, die ich immer habe und ständig Telefonate mit meiner Steuerberaterin, die mit mir schimpft und ich mich schlecht fühle, ja, weil ich wieder zu spät dran bin und dann sitze ich da abends und suche die Belege von überall zusammen. Einige sind im Portemonnaie geknuddelt, andere im Auto und andere eben online. Ja? Dann ist es am einfachsten. Aber da muss ich dann teilweise Screenshots von machen und hochladen. Und das richtige System habe ich noch nicht gefunden. Ich habe jetzt aufmerksam zugehört. Und ich habe trotzdem das Gefühl, die Herausforderung ist, dass nicht jeder Beleg ja auch zeitgleich, wenn ich sage, ich mache es jetzt sofort, ist er ja noch nicht da. Manchmal kommen die ja dann irgendwie 2 Tage später oder so. Also wie strukturiert man sich? Macht man sich einmal in der Woche einen Termin, wo man es macht, oder macht man es wirklich immer sofort? Exakt. Also das ist auch ein Thema, was wir in diesem Online-Kurs behandeln, dass wir wirklich Struktur aufbauen, Workflows aufbauen. Und das heißt, dass wir jede Woche oder zumindest alle 2 Wochen einen Terminkalendereintrag haben von nicht mal einer Viertelstunde dauert das. Es ist wirklich so. Wo man wirklich in diese Workflows einsteigt. Heißt, Rechnungen verknüpfen, wenn neue Portale dazu kommen, neue Firmen dazu kommen, sich einmal hinzusetzen, damit die Daten strukturiert abgerufen werden. Und so schafft man es auch, wenn man jetzt haptische Belege hat von der Post, schafft man es auch dann mit einer gewissen Scan-App die Daten auch in GetMyInvoices beispielsweise zu bekommen. Und manche schicken gar keine, also zum Beispiel Apple schickt für seine Apps keine Rechnung. Mhm. Ja, das sind dann wirklich nur so, ja. So, man kennt's, ja. Oder? Also so ein richtiges System ist echt heikel, aber man muss sich ein bisschen einnorden, dass man sich genau solche Termine setzt. Genau, also das, wie du es jetzt gerade ansprichst, Apple und Co., da kriegt man keine wirklichen Rechnungen. Nee. Es sind aber auch für mich irgendwo kleinere Beträge in der Regel, es ist wiederkehrend und wenn ich da einmal mir den Screenshot ziehe von der ersten Rechnung, dann bin ich da auch relativ entspannt. Ja, aber das akzeptiert der Steuerberater halt nicht, wenn ich mir einmal den Screenshot ziehe. Es muss ja jeden Monat wieder der neue Screenshot die Frage, sein. Ne? Die Frage ist doch die man sich stellen sollte, wer schaut sich eine Rechnung über 99 Cent für eine Rechnung an? Ich habe einen total akribischen Steuerberater, wirklich, der macht mich das wahnsinnig. Man muss da auch mal ein bisschen mit Entspanntheit rangehen, weil man muss ja auch ein bisschen gucken und so machen es auch Prüfer vom Finanzamt, die schauen sich wirklich die großen Themen an und ob die Prozesse oder ob die GOBD eingehalten werden, solche Themen werden da angeschaut, aber jetzt eine App-Berechnung über 99 Cent oder 2 Euro, da wird er sich nicht den Zeitaufwand machen. Aber muss nicht immer was dahinter, also muss ja immer ein Beleg dahinter sein. Ne? Man kann auch einen Umsatz ohne Beleg kategorisieren, das geht schon auch. Aber in der Regel bin ich komplett bei dir, ohne Beleg keine Buchung. Ja, aber ich hätte meine Steuerberaterin hier hinsetzen müssen. Hier. So, wo sind eure Fragen? Ich musste ja jetzt erstmal hier alle meine privaten Fragen klären. Ja, wirklich. Das ist wirklich so. Das ist mein großes Thema. Einmal im Monat zumindest, nach 3 Anrufen. Und dann fühlt man sich so schlecht. Ne? Und dann denke ich mir, und das ist ja das, was Lexware hier auch eigentlich vor jedem Vortrag nochmal klar macht, ja, es ist nicht mein Job. Ich muss mich gar nicht so schlecht fühlen. Ne? Es ist schon toll, wenn man da Unterstützung bekommt. Und exakt. Wir können ja andere Sachen. So, Fragen. Da. Eine wesentliche Frage für mich, und deswegen glaube ich, ich habe das Thema verfehlt. Sie sprachen gerade jetzt von Bankeinzug für eine Rechnung, die ich an den Kunden gestellt habe, mit diesem System, das Sie jetzt gerade vorgestellt haben.
Aber die Schritte davor, eine Rechnung erstellen, das hat mir LexOffice immer wieder gesagt, nee, können wir nicht, wir dürfen das nicht. Bin ich da falsch informiert? Nochmal ein bisschen lauter, ich verstehe es ganz schlecht. Mikro ein bisschen näher an. Ja. Also Sie haben jetzt das Thema dargestellt, wie ich eine Rechnung bei Bankeinzug entsprechend generieren kann. Ja. Für mich ist aber das wesentliche, der wesentliche Punkt das Thema davor, wie erstelle ich oder kann ich über LexOffice eine Rechnung direkt erstellen? Und da sagt LexOffice, no, das dürfen wir nicht. Das stimmt nicht. Also Sie können über LexOffice ganz normal Ausgangsrechnungen an die Kunden erstellen. Das funktioniert weiterhin. Das ist aber auch also mir nicht bekannt, dass das noch nie ging. Also ich arbeite da jetzt mit über 2-3 Jahren schon zusammen. Da waren immer schon die Rechnungsausgangsstellungen an über LexOffice direkt möglich. Das ist noch. Also ich habe letztes Jahr damit gestartet und vielleicht noch ergänzend die Frage, damit gestartet und dann hat man mir sofort gesagt, nein, Rechnungen können über unser System nicht erstellt natürlich werden. Deswegen habe ich das manuell selbst also entsprechend erstellt. Also das funktioniert definitiv, das kann ich, da lege ich meine Hand drauf. Das würde mich auch wundern, aber wir geben vielleicht mal das Mikro, wir haben eigentlich noch 0 Sekunden, aber die Antwort möchte ich jetzt auch noch wissen. Ja, yeah. Also als Solo-Selbstständige mache ich alle meine Rechnungen über LexOffice und die sind auch von meinem Steuerberater gegengezeichnet seit 1,5 Jahren. Ja. Also ist nur meine Erfahrung. Nee, ist, also ich habe auch noch nie Probleme gehabt. Oben rechts das Plus. Aber können wir gerne nachher nochmal durchgehen. Wenn der Laptop dabei ist, kann ich Ihnen gerne zeigen. Das sind genau die wichtigen Fragen. Bitte, genau, stellt alle diese Fragen, weil wahrscheinlich kriegen wir das wirklich gut gelöst und dann können Sie ab morgen schon ganz anders arbeiten. Also das wäre wirklich ein großer Vorteil, wenn die Veranstaltung genau sowas nach vorne bringt. Und vielleicht setzen wir uns jetzt, wir haben jetzt eine Pause, vielleicht kann sich auch jemand mit ihm kurz hinsetzen und das zeigen. Ja. Wir haben jetzt eine Mittagspause bis 13:30 Uhr. Markus, ganz herzlichen Dank an dich. Stärk dich. Danke.